leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Gegen das Milliardengrab im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Grüß euch, rechter Hand haben wir die Renate Quiring und linker Hand den Gerhard Link. Und ich habe einfach mal wissen wollen, wie kommt es dazu, dass man so kurzfristig eine Initiative gründet und hier am, was haben wir heute, den 3. Juli, auf dem Marktplatz in dem Feyingen Enz einen Stand aufbaut und versucht, möglichst viele Leute zu erreichen. Renate. Gute Frage. Ja. Lange Geschichte, in kurzen Worten. Ich bin seit Februar mit dem Thema Stuttgart 21 konfrontiert, weil ich zufällig zu den Parkschützern kam. Und jetzt hat sich es einfach zugespitzt. Also es ist klar, dass im zweiten Halbjahr abgerissen werden soll. Es ist auch klar, dass im zweiten halben Jahr die Bäume gefällt werden sollen. Das heißt, es sollen Fakten geschaffen werden. Und was mich speziell jetzt im Moment so auf die Beine bringt, ist der Dialog 21. Eine massive Werbung gemacht wird mit Falschaussagen, um die Bürger ruhig zu stellen oder um ihnen das schlechte Produkt zu verkaufen oder was auch immer. Und das ist mein Motto, nämlich wirklich so gegen das Projekt auch aufbringt, dass einfach nicht Alternativen werden nicht geprüft. Ich habe jetzt nicht mit den ganzen Gutachten befasst und habe gemerkt, wie gut das Gutachten vom Viereck ist, fundiert. Ich bin einfach der Meinung, dass er recht hat mit den Kosten, dass es zwischen 7 und 9 Milliarden Minimum kostet, der Tiefbahnhof die Leistung aber nicht bringt. Es wird ein Nadelöhr, es wird der Hopfensitz, sagt es ja auch deutlich, der 13 Jahre lang Bahnhofsleiter war, der weiß wohl, wovon er spricht. Das wird nicht gut gehen. Es ist ein Prestigeobjekt, das einigen wenigen nutzen wird. Banken, Immobilien, Politikern, die sich profilieren wollen. Und ich bin einfach aufgebracht und sage, so kann man mit uns Bürgern nicht umgehen. Die Mehrheit will das Projekt nicht. Und ich will noch weiter informieren, weil viele einfach auch falsch informiert sind, eben durch solche Maßnahmen wie Werbung. Du hast dich jetzt heute an so einem Stand beteiligt. Der Stand ist in Feyingen Enz. Kommst du aus Feyingen Enz? Ich komme aus Feyingen Enz, genau. Das war immer mein Problem, dass ich in Stuttgart nicht so, ich war immer ein bisschen Außenseiter.
und hat auch noch nicht so richtig die Energie, hier was loszutreten und habe das dann einfach vor 14 Tagen oder 3 Wochen in die Wege geleitet. Wie bist du da vorgegangen? Weil das interessiert viele draußen auf dem Land, wie mache ich sowas? Ich bin mal als erstes zu unserer Zeitung gegangen und habe gesagt, hallo, wie sieht es denn bei euch mit Stuttgart 21 aus? Und dann hat der... Wie heißt eure Zeitung, wenn ich frage? Frau Reiner Kreiszeitung, hat der Redakteur die Arme verschränkt und hat gesagt, wir sind hier von den Stuttgarter Nachrichten abhängig. Und wenn hier in Feigen nichts läuft, können wir auch nicht anders berichten. Und dann streckte eine Redakteurin und sagte, ich bin Parkschützerin. Und das war natürlich genial. Da habe ich gesagt, okay, ich versorge sie mit Infos. Und dann habe ich gesagt, okay, ich initiiere jetzt einfach mal einen Stammtisch hier. Jens, habe das Nebenzimmer bestellt und habe der Dame bei der VKZ das mitgeteilt und die hat mich angerufen, hat mir in aller Hektik ein Interview am Telefon gemacht und hat es ziemlich wortgetreu in die Zeitung gebracht. Da gab es dann in der Zeitung, okay, dieser Bahnhof wird stinken, war nicht die obergute Überschrift, aber sie hat es sehr plastisch gemacht und dass man gut in Wallung kommt, wenn ich von dem Thema rede und so weiter. Und dann groß.parkschützer.de, mehr Infos, toller Artikel. Und daraufhin kamen dann zu dem Stammtisch tatsächlich 8 weitere Leute, was ich habe immer gedacht, ich sitze bestimmt allein hier irgendwie. Aber es war nicht so. Und dann haben wir, das war jetzt letzten Mittwoch, haben wir gesagt, okay, es muss was passieren, Großkundgebung am 10. Lass uns doch gleich diesen Samstag in den Markt stellen. Da muss ich jetzt aber ganz kurz zwischenreden. So ist mir die Geschichte natürlich nicht bekannt. Hast du, als wir da am Mittwoch da waren, alle, das ist jetzt doch nicht bekannt. Ich habe nur eine gekannt. Aha, also meine Freundin, die waren für dich dann alle neu. Alle neu. Ah, ja. Doch, der Siegfried Schreiber, den kannte ich auch. Gut, den hatte ich mal bei einer Veranstaltung in Stuttgart. Nee, ich habe in Stuttgart bei einer Widerstandsveranstaltung. Ah, ja. Wie machst du das jetzt mit deiner Zeiteinteilung? Wie ist es überhaupt möglich, dass du dich da reinhängst in die Sache? Das ist eine Katastrophe natürlich, weil man ist stinksauer. Er sagt gerade noch so, es ist okay. Weil ich natürlich bis nachts um 1:30 vor dem Computer sitze und E-Mails. Es waren gestern 104 E-Mails da und dann die Bearbeit und dann eben hier wieder E-Mails verschickt. Und es hängt sehr viel Zeit dran an dem Thema, mich mit dem Thema befassen, diese Gutachten zu lesen. Ich meine, da bin ich einfach rund um die Uhr beschäftigt. Ich habe das Plus, dass ich im Moment nicht arbeite, also nicht, oder so würde ich sagen, nicht mehr berufstätig bin und nur ehrenamtlich arbeite. Und da steckt gerade meine Hauptzeit. Aber ich finde es wert. Gut. Gerhard, wie schaut es bei dir aus? Wir haben gerade gehört, du kommst hier aufgrund eines eigentlich irgendwie fantastischen redaktionellen Beitrags zu einem Stammtisch, den du noch nicht kennst. Also Stuttgart 21 ist natürlich eine Geschichte, die mich aufdrückt. Ich bin alter Stuttgarter, wirklich alter Stuttgarter. Und was dort getrieben wird, ist natürlich wie der schwabsische Obacher. Zu den Parkschützern bin ich schlichtweg jetzt vor ein paar Tagen gekommen. Und da ich ja diesen Park sehr, sehr schätze, habe ich da sofort Aufnahmen gemacht und habe mir gedacht, Mensch Meier, eigentlich sowas abzureißen ist eine Schande. Und habe dann ganz spontan gesehen, Mittwoch, Termin, dachte, naja, gut, wird wahrscheinlich. Ich habe gedacht, das ist schon eine geständige Veranstaltung. Wenn wir zu spät kommen, kriege ich keinen Sitzplatz mehr. Also, da war gerade das Gegenteil der Fall. Aber es hat sich ja jetzt als recht positiv erwiesen. Ich bin schon Parkschützer gewesen seit einer Woche. Also Parkschützer gewesen, aber so lange schon. Da meldest du dich an. Und wenn du schon mal dort in dem Verein bist, dann gehst du auch zu dieser Veranstaltung. Hab's gemacht. Und heute, wie du mir gesagt hast, am 3. Ausland, ich muss dich auch mal fotografieren. Jetzt kommt die Sonne raus, jetzt habe ich demnächst Gegenlicht. Vielleicht kannst du dann deinen Film mit einpflanzen. Gucken wir. Ja, und jetzt bin ich halt auch Parkschützer. Und das hauptsächlich unter dem Aspekt Parkschutz.